Grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Pit und herzliche Grüße aus Paraguay. Das heutige Thema kommt sofort. Danke für eure Fragen. Viele von euch haben es ja gefragt. Pit, erzählt doch etwas über Grundstücksgrößen. Darum geht es in diesem Video, und zwar Hausbau und welche Grundstücksgröße sollte man auf jeden Fall wählen. Also ich kann grundsätzlich von unseren Anfragen her drei Bereiche herauspicken, sozusagen. Ja, das sind also die großen Grundstücke, wonach gefragt wird, also für Farmen, also Rinderfarmen, wo wir über Grundstücke oder von Grundstücken von der Größe über, ja, 100, 200, 300, 500 Hektar sprechen. Die zweite Gruppe, das sind Grundstücksgrößen ungefähr im Bereich 1 Hektar, 2 Hektar, 3 Hektar, so in diesen Bereichen. Und die dritte Gruppe, das sind sogenannte, wie ich es immer sage, Stadtgrundstücke. Also das sind Grundstücksgrößen von ungefähr bis zu 1000 Quadratmeter. Schauen wir uns zuerst, was die deutsche Fachpresse darüber berichtet. So, also letztendlich zum ersten Punkt, also bei den Farmen, also bei den Grundstücksgrößen von über 100 Hektar, braucht man uns da kaum Sorgen zu machen über die Grundstücksgröße. Da habt ihr einfach Platz genug, ja, man muss es nur umrechnen, die Grundstücksfläche bzw. die Grundstücksgröße auf pro Kopf Rinder. So ungefähr wird das funktionieren, aber da kommen wir vielleicht zum nächsten Video dazu. Jetzt konzentrieren wir uns auf die viel größere Gruppe von euch. Da sind erstmal oder zum zweiten Mal, ja, Kunden, die ungefähr Grundstücksgrößen von 1 Hektar suchen. Ja, da kommen oft Anfragen und sagen, Pit, weißt du, so 1 Hektar wäre doch schön und groß, hast du da was? Und da sage ich euch ganz kurz was drüber. Viele von euch, ob es aus Deutschland, in der Schweiz oder auch Österreich, kommen meistens aus den Städten. Oder sage ich mal, nicht aus dem landwirtschaftlichen Bereich bzw. landwirtschaftlichen Betrieb. Und da muss man sich Gedanken drüber machen. 1 Hektar Land. Wie viele Quadratmeter sind es? Na, ganz schnell. Ja, 10.000 Quadratmeter. 10.000 Quadratmeter müsst ihr euch mal vorstellen, dass, wie ihr seht in der Grafik,
Da sind in Deutschland ungefähr Grundstücksgrößen von, ich sage mal, 500, 600, 700 Quadratmeter für ein freistehendes Einfamilienhaus. Und hier sprechen wir über 10.000 Quadratmeter. Frage an euch, was macht ihr mit so einem riesen Grundstück? Also, das sind die Unterhaltskosten. Der Zaun drumherum muss gemacht werden. Warum? Ganz einfach, wenn ihr nicht macht, kommen fremde Kühe und fressen euch die ganzen Pflanzen einfach in einer Nacht weg. Schon x-mal passiert, glaubt mir das. Deshalb ist es ja sinnvoll, sich vorher diese Gedanken zu machen. So, deshalb, wie gesagt, also die Kosten sind relativ hoch. Kauft euch einen Traktor, da braucht ihr Ersatzteile etc. etc. Also glaubt mir, wenn es sich um keine Investition handelt, ja, einfach in Anführungszeichen Selbstversorgung, ja, ist das viel zu viel Land, glaubt mir das. Also ein Hektar macht euch mehr Arbeit, als ihr das Nutzen davon habt. Ganz easy. Also da würde ich mir doch auch komplett überlegen, ob das die richtige Entscheidung ist. Meine Tendenz geht es nämlich in Richtung, ich sage mal, wohnt ihr außerhalb der Stadt, vielleicht 1000 Quadratmeter, 2000 Quadratmeter ist schon Maximum, glaubt mir doch. Also wir haben hier, da kann ich euch später nochmal zeigen, eingezäunt in unserem Bereich 2000 Quadratmeter. Ja, und das ist wirklich mehr als genug, glaubt mir das. Es kommt Haufen Arbeit dazu, ich zeige euch gleich. So, das sieht ihr da, da sieht man doch kaum andere Nachbarn. Ja. Und wie gesagt, hier sind nicht mehr als 2000 Quadratmeter. Also da habt ihr ja, genug Arbeit damit und genug Freiheit. So. Ihr habt euch sicherlich die Fachpresse mal angeschaut. Natürlich, die ganzen Berechnungen beziehen sich natürlich auf Deutschland. Hier in Paraguay erlebt man etwas anders. Aber wie ihr gesehen habt, also die 2000 Quadratmeter ist meiner Meinung nach also wirklich mehr als ausreichend. Ja, ihr werdet auch nicht jünger, ihr werdet älter. Und? Nein, ich habe auch keine Lust, ganz ehrlich gesagt, mich jeden Tag um ein Dreckchen zu setzen und bei 30, 35 Grad einfach ein Rasenmäher. Macht wirklich nicht so viel Spaß. Aber gut, Spaß beiseite, jetzt ganz ernst. Die dritte Möglichkeit sind natürlich städtische Grundstücke oder am Rande einer Stadt, so wie bei uns. Und da offerieren wir die Grundstücksgrößen ungefähr um die 700 Quadratmeter. Und ich denke, das ist vollkommen ausreichend. Ja? Wollt ihr etwas größer haben, habe ich für euch eine tolle Lösung. Und da werde ich euch persönlich und auch im nächsten Video davon ja berichten. Das heißt, ihr kauft 700 Quadratmeter, aber nutzen könnt ihr ungefähr 900 Quadratmeter. Und diesen Trick verrate ich euch im nächsten Video, weil es halt in diesem viel zu lange dauern würde. Also schaut euch noch die deutsche Fachpresse und ich bin mir sicher, dass es viele Kommentare drunter sein sollten. Und mich anrufen bitte. Falls ihr Fragen habt, die Nummer habt ihr unten in der Videobeschreibung, wie immer. Und einfach interessiert mich eure Denkweise. Wollt ihr eher ein Stadtgrundstück, ich sage mal 700 Quadratmeter mit der Erweiterung? Wollt ihr eher außerhalb der Stadt wohnen? Also ich schätze mal 8 bis 10 Kilometer. Dann habt ihr Ruhe, habt ihr aber natürlich Nachteil, weil es da also nicht so tolle Infrastruktur gibt. Ja, es gibt immer und Vor- und Nachteile. Deshalb, ich freue mich
wie immer unser Team ja auch auf eure Anfragen. In der Beschreibung habt ihr unsere E-Mail und unsere Telefonnummer bzw. WhatsApp und Telegram. Bei manchen, wenn es nötig ist. Erstmal vielen Dank. Es hat mich gefreut, euch die Fragen zu beantworten. Und wie gesagt, teilt das Video, Likes nach oben. Mach's gut, bleibt gesund und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Okay, bis dann. Ciao, ciao.